Hallöchen, Mädels. Ja, da bin ich wieder. Ein bisschen lediert, wie ihr vielleicht hört. Ich bin ein bisschen, ja, kränklich. Aber ja, ansonsten geht's ganz gut. Heute haben wir Dienstag. Wir haben jetzt 17:45 gleich. Und ja, gestern hatte ich Dienstag, konnte ich nicht vloggen. Und heute quatsche ich euch ein bisschen zu. Beziehungsweise wollte ich euch ja die aussortierten Sachen aus meinem Minimalism-Game mit der lieben Melo Flori zusammen zeigen, die ich ja gestern aussortiert habe. Also gestern waren es ja 5 Teile und heute sind es 6. Wir fangen mit gestern an. Wie gesagt, zeige ich euch heute, weil ich ja gestern nicht gevloggt habe. Und ich muss mich mal anders hinsetzen. So. Und zwar habe ich ja, gestern Bücher aussortiert. 5 Stück an der Zahl. Ihr wisst, ich lese sehr gerne, aber ja, ich habe selten Bücher, die mir wirklich gefallen, muss ich sagen. Und die Perspektive ist irgendwie ein bisschen scheiße, ne? Muss ich feststellen. Aber ja, 3 Stück sind dabei, die habe ich sehr gerne gelesen und da habe ich mir auch überlegt, soll ich sie abgeben oder nicht. Aber ich bin der Meinung, wenn man ein Buch einmal gelesen hat, dann reicht das auch. Man muss es nicht immer wieder lesen. Und ja, da werde ich dann weggeben, verschenken, verkaufen, wie auch immer. Da muss ich mal schauen. Wir fangen mal mit den 2 unspektakulären an. Die habe ich nicht gelesen, bin ich ehrlich. Die kann ich auch ja, nicht empfehlen, wirklich. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich fand sie langweilig. Sieht jeder anders, aber ja. Für mich war das so. Und zwar habe ich hier einmal einen Roman von, ja, jetzt muss ich gucken, dass ich diesen Namen gelesen bekomme. Il Queue von Kurti. Kurti. Endlich. So sieht das aus. Wird wahrscheinlich keinem von euch was sagen. Ist auch, glaube ich, kein bekanntes Buch. Dann habe ich hier noch ein Buch. Ja, da steht zwar drauf Bestseller, wie ihr unten seht. Von Sarah Harvey kann ich den umtauschen. Ist auch ein Roman. Aus dem Piper Verlag. Ja, fand ich auch. Ich habe das, glaube ich, bis zur Hälfte gelesen und dann habe ich es weggelegt, weil ich es nicht mehr ertragen konnte. Es war so gehend langweilig und es hat mich überhaupt nicht geflasht in irgendeiner Art und Weise und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da jetzt hätte weiterlesen müssen. Und wie gesagt, wenn ich das bei Büchern nicht habe, dann lese ich in der Regel auch nicht weiter. Das ist einfach bei mir welche beiden ich aber fertig gelesen habe und das mit voller Inbrunst und mit allem, was ich hatte zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, ich habe die 2 Bücher habe ich innerhalb von 3 Tagen gelesen oder so. Ich meine, die sind jetzt nicht mega groß, aber ja. Sie haben mich geflasht auf jeden Fall. Das ist auch ein Roman und zwar von David Safir, ich weiß nicht, wie er genau heißt. Mieses Karma, das werdet ihr kennen, ne? Das Buch ist bekannt, ist zwar schon uralt. Ich habe es auch relativ spät mir zugelegt, weil es mir auf der Arbeit empfohlen wurde. So viel dazu und davon gibt es auch noch einen zweiten Teil. Und da heißt, ja, wie wäre es auch anders sein, ne? Mieses Karma hoch 2, das wäre Nummer 4. Und das dritte ist auch von David Safir oder wie auch immer der Mensch heißt. Und das heißt Traumprinz. Und ja, von daher gehen diese 5 Bücher verlassen meine Sammlung sozusagen. Also meine Sammlung, das klingt jetzt so, als ob ich hier mega viele Bücherregale hätte. Habe ich aber nicht. So, das war Tag 5 und jetzt kommen wir zu heute. Da habe ich nämlich Pinsel aussortiert. Und ich sag euch Leute, das ist noch nicht alles an Pinseln. Ich habe mir mal meinen ersten Köcher vorgenommen sozusagen, meinen ersten Pinselhalter. Und habe mal so ein paar aussortiert, die ich überhaupt nicht benutze, wo ich entweder nicht mehr zufrieden bin oder die einfach für mich nichts sind. Ich habe mittlerweile, muss ich sagen, meine Pinsel für mich gefunden, die ich auch immer, immer, immer in meinem, ja, in meinem Behälter habe. Ich habe insgesamt 3 Behälter für Pinsel. Einer ist für Gesichtspinsel, der andere ist für Augenpinsel hauptsächlich. Und der dritte, den habe ich halt immer nah an meiner Schminkbox stehen. Da habe ich halt wirklich alle Pinsel drin, die ich jeden Tag brauche. Und da muss ich sagen, haben sich mittlerweile so ein paar Modelle rauskristallisiert für mich, die für mich ja unverzichtbar sind und wo ich halt auch weiß, okay, irgendwann, wenn ich den halt nur einen davon habe, werde ich mir davon zumindest noch einen zweiten zulegen. Und ja, das ist halt so mein Gedanke dabei. Deswegen habe ich gesagt, gut, dann sortierst du die aus, die du absolut nicht brauchen kannst und die du nicht benutzt und die einfach nur verstauben in deinem Ding. Und kaufst du dann vielleicht irgendwann, muss nicht sofort sein, ne, weil im Moment funktioniert das so, aber irgendwann mal die nach, die du wirklich magst. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich zeige euch die 6 Exemplare. Wir fangen mal an mit dem hier. Der ist von Lacura Beauty. Der war, glaube ich, mal, also von Aldi, ne, Süd.
der war, glaube ich, mal in so einem Pinselset drin. Die anderen habe ich davon, glaube ich, schon gar nicht mehr. Und ja, das ist der einzige. Ich hatte mir den damals zugelegt in diesem Set, hauptsächlich, weil ich gedacht habe, durch diese flach gebundene Form, diese festgebundene Form, wie ihr seht, kann man damit gut Cremeprodukte auftragen. Aber mittlerweile, das habe ich euch ja auch schon erzählt, habe ich einen anderen Pinsel dafür, den ich zufällig bei TK Maxx gefunden habe. Und der funktioniert super für diese Cremeprodukte. Und der, muss ich sagen, hat es gar nicht gebracht. Von daher, ja, kommt der weg. Das ist Nummer 1. Dann habe ich hier einen Gesichtspinsel. Das ist so ein Fächerpinsel von Essence. Ich muss sagen, ich komme mit diesem Fächerpinsel nicht klar. Ich habe 3 Stück insgesamt davon. Einen dickeren von Evelyn's, der, glaube ich, der ist, ja, der geht. Und dann habe ich noch einen dünneren von Catrice aus dieser, wie hieß der denn, wo es diesen Bratpfann-Highlighter gab. Ja, Caviar Gauche LE, genau, da mit diesem Lederstiel, komme ich auch nicht gut mit, klar. Vor allen Dingen nicht mit diesen dünn gebundenen. Ich weiß nicht, wie man damit Highlighter auftragen soll. Ich kann es auf jeden Fall nicht. Bei mir sieht das irgendwie mal komisch aus. Ich kriege kaum Produkt da drauf. Ist wahrscheinlich auch Sinn der Sache, ne? Aber gut, lange Rede, kurzer Sinn, der kommt weg. Dann habe ich hier noch einen von Essence. Das ist ein uraltes Ding. Ich glaube, den gibt es so gar nicht mehr. Der ist mittlerweile mehrfach aufgelegt worden. Also diesen Pinsel an sich gibt es noch, aber nicht mehr in diesem Design, sage ich mal, wenn man das denn Design nennen kann. Genauso das gleiche bei dem hier. Der ist auch von Essence. Ja, auch wenn das doch steht hier noch drauf. Auch diese alte Version, da gibt es ja auch mittlerweile schon jede Menge neuen von. Also hier diese gibt es ja in diesem Design, sind die ja alle. Jetzt mittlerweile kommen ja wieder neue. Die finde ich sehr interessant. Die muss ich mir auf jeden Fall anschauen. Ja. Da sortiert sie Pinsel aus und dann sagt sie direkt, muss ich die anschauen. Gut. Das ist der von Zur Eva, der Contour Shader, die 235. Der ist so abgeschrägt. Und ich muss sagen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich damit anfangen soll. Ich habe den noch nie benutzt, glaube ich. Der war in einem Set drin damals, in meinem ersten, was ich mir gekauft habe. Und ja, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Keine Ahnung. Der ist halt auch hier für eine Lidfalte, für so ein V, aber ich mache mir nie so ein V, ne? Wie ihr wisst, kriege ich nicht hin, auch mit dem hier nicht. Und von daher, ja, benutze ich den einfach nicht. Und der letzte, ja, der ist auch von Zur Eva, genau, die könnte ich eigentlich zusammen nehmen, die zwei. Mal schauen. Habe ich auch so gut wie nie benutzt. Den habe ich mir, muss ich gestehen, zu meiner Schande einzeln gekauft, weil ich gedacht habe, oh, der ist toll. Er könnte meinen, ich habe ja von Zur Eva so einen schwarzen, den gibt es leider nicht einzeln, diesen Pinsel. Den gibt es nur mit Naturhaaren, glaube ich, einzeln. Und ich habe den in schwarz. Und das ist mein absoluter Lieblingsblenderpinsel. Den seht ihr auch immer in meinen Get Ready With Me's. Der hat hier so einen schwarzen Stiel, schwarze Borsten. Und ich dachte mir, der kommt dem nah, aber dem ist nicht so. Ja, der ist halt hier so ein bisschen abgeschrägt. Hatte dann mal versucht, für den auch hier so zu nehmen, ne, wie den von Real Techniques. Aber der von Real Techniques ist flach gebunden und der ist rund gebunden, wie ihr das vielleicht sehen könnt. Und von daher kann man den nicht so gut benutzen. Ja, das war's. Ich habe jetzt schon wieder lang genug zugetextet. Ihr merkt auch, meine Nase geht langsam zu. Mit dem Reden, das ist nicht mehr so. Ich rede sehr nasal. Ja, aber so ist das, ne? Ich wünsche euch Spaß, Mädels. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns. Ich sag mal nicht wann, weil das kann ich nie vorhersagen, ne? Das wisst ihr. Aber ja, wir sehen uns auf jeden Fall noch vor Sonntag, hoffe ich. Tschüss! Hallöchen, Mädels! Ja, ich melde mich auch nochmal. Es tut mir leid. Mein letzter Vlog-Beitrag war am Dienstag, glaube ich. Und ja, da hatte ich euch schon gesagt, dass ich etwas kränklich bin. Und ja, kurz darauf habe ich dann auch flach gelegen die letzten Tage. Und deswegen gab es jetzt auch keine Vlogs von mir. Heute geht es mir ein bisschen besser. Ich bin zwar noch ein bisschen verstopft, ne? Aber ja. Fieber ist weg und ich kann jetzt wieder aufstehen. War das eine Scheiße, kann ich euch sagen. Aber gut. Wir machen mal weiter mit dem Projekt. Wir waren, glaube ich, stehen geblieben am Dienstag. Genau, da waren es. Jetzt muss ich überlegen, was hatten wir am Dienstag? Den 6., glaube ich, ne? Ja, korrigiert mich, wenn ich falsch bin. Wobei, es geht ja dann gar nicht mehr, ne? Aber ja, wir machen dann weiter mit Mittwoch. Und da wären dann 6 Teile dran gewesen. Und die, ja, die ich dann aussortiert habe, die zeige ich euch jetzt. Dafür drehe ich euch die Kamera einmal rum. So, ich sitze hier übrigens an meinem Schminktisch und ja, hier seht ihr schon den Haufen vor mir liegen. Und ja, ich habe Putzlappen aussortiert. Ja, total spektakulär, ne? Einmal hier so, ich nehme das mal runter, so Moppezüge, 2 Stück, nee, 3, stimmt gar nicht. Die schon ziemlich grisselig sind, ja, die muss man halt auch ab und zu mal austauschen, ne? Und ja, hier so Lappen,
Das waren früher meine Klolappen. Ich hatte euch gesagt, dass ich mittlerweile auf diese Einmaltücher umgestiegen bin, weil ich es einfach hygienischer finde. Und das waren halt meine Klolappen. Das seht ihr, ne? Die sind ziemlich verrunzt. Und die habe ich dann halt immer gewaschen. Aber wie gesagt, jetzt bin ich auf die Einmaltücher umgestiegen. Und das finde ich besser und hygienischer, auch wenn es nicht so gut für die Umwelt ist. Aber gut, die Diskussion hatten wir ja schon. Ja, das sind 3, 4, 5. Und dann habe ich hier noch solche zwei Lappen. Die sind noch relativ neu, aber mit denen kann ich nichts anfangen. Ich weiß nicht, das ist von Aldi, glaube ich, hatten die mal so ein Mikrofaser-Spültuch. Ich weiß nicht, wie man damit spülen soll. Keine Ahnung. Das, ja, saugt irgendwie gar kein Wasser auf. Ich weiß nicht. Sehr seltsam. Und das hier ist, steht das auch noch irgendwo drauf? Ja, das ist so eine Art so, ne? Fensterleder. Ich muss gucken, weil hier ist das Beauty Light. Wie ihr seht, das schimmert, scheint hier so ein bisschen. Ja, und dann sind wir bei 6 Teilen, die ich am Mittwoch aussortiert habe. Genau, die legen wir zur Seite. Das ist mit euch live. Bisher habe ich ja die Sachen immer vorher rausgesucht und jetzt dachte ich mir, gut, ich gewähre euch mal einen Einblick in meine Schränke. Sie sind nicht immer so ordentlich, deswegen ja, ist das Projekt auch ganz gut, ne, dass man halt wirklich Ordnung schaffen kann. Und ja, da sehe ich schon das Erste, was ich aussortieren möchte am Donnerstag. Also das Erste von, jetzt muss ich überlegen, 8 Teilen. Das ist einmal hier mein Video Deluxe Premium. Ich habe das lange benutzt, um meine Videos zu bearbeiten, als ich noch einen Windows-PC hatte. Aber mit meinem Mac läuft das leider nicht. Ich habe es versucht. Ich habe hier noch einen alten Kalender, da habe ich mir überlegt, ob ich den weggebe. Aber hier sind so Karten drin zwischendurch und die wollte ich gerne raustrennen, um die zu verschicken. Hier ist auch eine schöne, wenn ich mal irgendwie was verschicke. Das finde ich ganz schön mit so einem Spruch. Ne? Und so eine Karte, ja, kostet ja auch Geld. Wie gesagt, der Kalender ist von 2016, den hatte ich mir eigentlich gekauft, habe mir dann aber doch den von Joe & Judy zugelegt. Ja, und deswegen werde ich die Karten hier rausholen und werde den Rest dann aussortieren. Deswegen, ja, ist das mein Teil Nummer 2. Kiste hier, da habe ich nämlich auch noch jede Menge Kram drin. Hier nämlich eine alte Maus, die kommt weg. Das ist Nummer 3. Dann habe ich hier noch so eine Dose von meiner Augencreme von der Klinik All About Eyes. Ich hatte die mal aufgehoben, weil ich mir irgendwann mal gedacht habe, ich könnte mir Augencreme selber machen. Aber das ist irgendwie grandios gescheitert. Ja, hat nicht so gut funktioniert. Dann ist dann doch nicht so einfach, ne, sich das Zeug selber zu machen. Schade, schade, schade. Aber ja, den Tiegel brauche ich jetzt nicht mehr. Das ist dann Produkt Nummer, jetzt muss ich nachzählen, 1, 2, 3, 4. Die Dose ebenfalls ist dann 5. Smartwatch, die ich immer bei meinem Samsung hatte, ist auch von Samsung selber. Ja, mit meinem Apple, ne, mit meinem iPhone kann ich die jetzt auch nicht mehr nutzen. Und ja, deswegen kommt die auch weg. Werde ich auch versuchen. Ich weiß nicht, ob ich die verkaufe. Ich weiß nicht, ob ich die verkauft kriege, sagen wir so. So, und dann habe ich hier noch Kopfhörer, die, glaube ich, kaputt sind. Ja, in so einem Band, die hatte ich mir extra mal für den Sport gekauft, weil ich gedacht habe, die wären stabil, aber irgendwie, ja, sind sie das nicht oder sie funktionieren nicht richtig. Von daher kommen die auch weg. Dann wären wir bei 1, 2, 3, 4, Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Teilen und dann fehlt uns noch ein 8. Und ja, da sehe ich jetzt hier nichts mehr drin in der Kiste. Ja, ich weiß, hier ist eine Menge Unordnung, obwohl hier ist noch so ein Ding für Speicherkarten, was ich nicht brauche. Ja, das kommt auch weg. Das ist dann Nummer 8. Gut. Ja, hier seht ihr, ne, meine Softboxen und da liegt auch mein Handy und so. Ich muss mal schauen, ganz ehrlich. Die nehmen mir doch ziemlich viel Platz weg und ich habe da keinen Platz für. Und ich habe gesehen jetzt, es gibt so eine Ringleuchte und die ist mega gut. Viele von euch verwenden die, habe ich in euren Videos so rausgehört. Und ja, ich habe mich schon mal erkundigt. Ich drehe euch mal wieder rum, ne, weil es ein bisschen unhöflich mit euch zu quatschen. Damit, dass ihr mich nicht seht. Achtet nicht auf meine Haare, wie immer. Ne? Ich muss die unbedingt waschen, aber wie gesagt, die letzten Tage war es ein bisschen blöd, wenn man im Bett liegt. Aber ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, bei den Softboxen, die nehmen mir doch arg viel Platz weg. Und ich habe gesehen, es gibt so ein Ringlicht, aber ja, Leute, das kostet bei Amazon, ich glaube, 100 Euro, über 100 Euro mit Stativ und allem drum und dran. Das ist geil. Ich habe das schon bei mehreren von euch gesehen, gerade für Make-up-Tutorials. Und es wird mir echt viel Platz sparen, weil ihr könnt die Kamera da reinschrauben quasi. Ich weiß nicht, ob ich euch das erklären soll. Und habt halt nicht diese Lichtteile überall stehen. Zumal, ja, ich die doch schon so ein bisschen geflickt habe. Dazu drehe ich euch jetzt doch nochmal rum. Ja, mit so einem Band, ne, höchst professionell, was soll ich dazu sagen, es ist halt einfach, ja, die waren halt billig, ne, ich meine billig in dem Sinne, also
zwei Stück haben halt, ich glaube, 70 Euro gekostet. Ich meine, das ist jetzt schon viel Geld auf den ersten Blick, aber ja, für Softboxen ist das eigentlich nichts. Die sind nicht schlecht, man kann nicht meckern, aber ja, sie nehmen viel Platz weg, wie ihr seht, ne? Und deswegen ja, muss ich jetzt hier erstmal das Teil hier an die Seite schieben, damit ich an meinen Alex komme. So, ich habe mir jetzt mal hier meine Kiste auf den Schoß genommen und jetzt gucken wir mal, was da drin ist. Hier ist keine Bodybutter mehr drin. Hier ist nämlich, ich versuche mal, ob ich euch das aufmachen kann. Okay. So, hier ist meine selbstgemachte Pinselseife drin, also die zweite Runde quasi. Die bleibt natürlich, ne? So, dann habe ich hier ein Produkt, das kommt weg. Das ist von Essie, das habe ich aus meinem Adventskalender von davor das Jahr, also von 2016. Letztes Jahr hatte ich ja keinen. Und das ist so ein Brightening-Code, aber ich brauche sowas nicht, ganz im Ernst. Ne? Ihr wisst das, ich trage ganz, ganz selten Nagellack und lackiere mir, also mache mir irgendwas auf die Fingernägel. Und ja, weil es halt in meinem Job einfach nicht möglich ist und von daher werde ich den weggeben. Ich muss mal schauen, ob ich den in eine Verlosungskiste packe oder keine Ahnung, was damit passiert. Und das gleiche ist hier dieser Topcoat, der soll so pink werden. Ist auch von Essie, Gel Setter. Ja, war auch in dem Adventskalender, brauche ich auch nicht, von daher kommt der dazu. Dann habe ich hier so Spangen, ja, die habe ich mir irgendwann mal gekauft, ich weiß gar nicht mehr warum. Auf jeden Fall kommen die auch weg, dann sind wir bei drei Teilen. Dann habe ich hier zwei Nagelsticker, auch aus dem Adventskalender, ja, die kommen auch weg. Dann sind wir bei fünf. Das sechste ist hier dieser Nagellack, der wegkommt. Das siebte, diese Bodybutter mit Vanille. Ihr wisst es, ne? Ich mag Vanille nicht so gerne, von daher kommt die weg. Nummer 8 ist hier diese CC-Cream. Die letzte ist mir ja schon schlecht geworden und die ist mir einfach zu dunkel. Und von daher, ja, gebe ich die weg, bevor mir die halt auch noch kippt. Dann wären es 8 Teile. Und ja, gucken, was wir hier noch drin haben. Ihr seht gar nichts, ne? Genau, und das neunte ist hier diese Kokosmaske. Die habe ich ja von der lieben Michelle vom Kanal Stöpsel zugeschickt bekommen. Sie konnte es nicht ahnen. Das ist ihre Lieblingsmaske. Tut mir auch leid. Habe ich in dem Video auch schon gesagt, aber ich hasse Kokos, ne? Ihr wisst es, wenn ihr mir länger folgt. Und ja, von daher kommt die auch weg. Vielleicht freut sich ja einer von euch irgendwann mal darüber als Goodie, wenn ich mal nochmal ein Gewinnspiel mache. Genau. Ja, Mädels, und somit wären wir wieder fertig. Ne? Das wäre dann für gestern sozusagen. Ich drehe das ja heute hier am Samstag, deswegen wundert euch nicht. Ich habe auch hier noch die ganzen Sachen liegen, ne, die ich euch gerade gezeigt habe. Ja, diese 9 Teile kommen weg, dann für Freitag. Und jetzt wären wir bei heute endlich angekommen. Und ja, da gucken wir uns dann mal den anderen Schrank an, der sich darunter befindet. Ne, eine weiter. Genau, hier ist mein selbstgemachtes Pinseltrocknungsgerät. Das bleibt natürlich. Aber ja, die Schublade oder die Kiste, um die ich mich kümmern wollte, war diese hier. Das ist nämlich meine Pröbchenkiste. Ja, jede Menge Zeugs ist da drin. Angefangen von der Bodylotion über Shampoo bis hin zu, ich glaube sogar Make-up. Ja, genau. So, und da gucken wir jetzt auch mal durch und schauen mal, dass wir da 10 Produkte aussortieren können. Dazu packe ich erstmal die anderen. Upsala. Mal ein bisschen Krach. Weg. Und dann schaue ich mal, wie viel ich da aussortieren kann. Und da sehe ich auch schon das erste Teil. Das ist hier von Clarins. So ein Bronzer. Also so ein Self-Tanning. So ein Selbstbräuner. Genau. Ich kam nicht drauf. Benutze ich gar nicht sowas. Ich bin gerne eine Blassnase. Also so blass bin ich ja auch wieder nicht. Aber ich bin gerne hell. Und von daher ist sowas gar nichts für mich. Deswegen ist das Teil Nummer 1. Dann habe ich hier von Biotherm, die Marke mag ich eigentlich ganz gerne. Everplump, ja, Aquasauce und Biosauce. Die könnte ich eigentlich mal ja, in mein Badezimmer verräumen, damit ich die benutzen kann. Genau, deswegen machen wir die mal, ja, lassen wir die mal, also schmeißen wir die nicht weg oder sortieren die nicht aus. Dann habe ich hier Nivea Kirschblüte, ja, so eine Bodylotion kann man auch immer brauchen. Ja, hier habe ich noch Haarmilch, da könnt ihr mal sehen, was hier alles noch zum Vorschein kommt. Hier habe ich ein Shampoo Glisskur, ja, da muss ich mal schauen. Ich mag die Glisskur-Shampoos ehrlich gesagt nicht so gerne, also die ganzen Glisskur-Produkte, weil da doch sehr viele Silikone, glaube ich, drin sind und mein Haar da nicht so geil drauf reagiert.
Von daher kommt das weg. Ja, als nächstes haben wir hier... Entschuldigung, mein Hals kratzt ein bisschen, wenn ich länger spreche. Deswegen mache ich auch heute kein normales Video, sondern nur das. Auch ein Shampoo, das kann man auch mal benutzen. Dann habe ich hier eine Handcreme. Da habe ich auch noch eine größere Probe von. Ja, dann habe ich hier so Pröbchen von Physiogel. Gesichtscreme. Das habe ich mal gehabt in groß und muss sagen, das mochte ich gar nicht vom Duft her. Ja, ich rechne die jetzt einfach mal als mehrere Produkte. Und zwar haben wir hier einmal, zweimal, na, dreimal und viermal und fünfmal. So, einmal das. Ich weiß noch nicht, was damit passiert. So, zwei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich muss immer nachzählen, ne? Merkt man. So, drei Produkte brauche ich noch, die ich aussortieren möchte. Und dann gucke ich mal, was hier noch bei ist. Wird auf jeden Fall fliegen hier. Das ist die Skin Match. Die habe ich schon mal in groß gehabt. Mochte ich gar nicht. Und von daher, ja, wo würde ich die nochmal in klein haben? Das wäre dann Produkt Nummer 8. Habe ich das Ganze nochmal, dann wären wir bei 9. Und 10 wäre dann hier dieses Make-up von Astor. Ja, auch das gleiche in grün. Ich glaube, das gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Ist jetzt hier die Farbe 102, die ist zwar ziemlich hell, aber ich weiß, ich mochte das Make-up nicht. Ich habe das schon mal irgendwann gehabt, ja, mochte ich nicht. Von daher ist das Nummer 10, ja, an den Proben. Ne? Ist jetzt nicht so die große Ausbeute, was ich aussortiert habe. Ja, jetzt quatsch ich gerade und jetzt habe ich gerade gesehen, ich nehme gar nicht auf. Ne? Verdammt, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich stehen geblieben. Ich glaube, ich hatte euch gesagt, dass ich Pinsel aussortieren möchte, aber am 12. Tag. Meine Zahnbürstenpinsel, die da hinten sind in dem Glas, die seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht. Aber ja, das war, glaube ich, alles, was ich euch gesagt hatte. Und ja, dass ich die letzten Tage halt, wie gesagt, nicht vloggen konnte, weil ich krank war. Ihr seht das, ne? Ich bin auch jetzt fast ungeschminkt, also nur Wimperntusche so ein bisschen und Concealer, damit ich halt nicht wirklich wieder tot auf Beinen aussehe. Was bei mir sehr schnell der Fall ist, einfach auch wenn ich nicht krank bin. Aber ja, das wollte ich dann doch tun. Aber die letzten Tage ging es echt nicht. Ich bin noch arbeiten gegangen, bin ich ehrlich, weil ja, ab nächste Woche habe ich Urlaub und es ist Karneval bei uns. Und das waren zwei Aspekte, wo ich gesagt habe, wenn du dich jetzt krank meldest, egal wie scheiße es dir geht, das kommt mega beschissen. Ich bin so ein Mensch, es tut mir leid. Ich gehe dann halt auch noch zur Arbeit, wenn es mir wirklich dreckig geht und ja, ich eigentlich ins Bett gehöre. Es ist bescheuert, ich weiß das. Aber dann halt gesagt, komm, das ziehst du jetzt durch. Ich wollte das auch durchziehen, aber meine Kollegen haben mir dann am Donnerstag einen Strich durch die Rechnung gemacht und haben mich dann mittags nach Hause geschickt. Um 11:30, 12. Und dann haben gesagt, komm, du gehörst ins Bett. Und du brauchst auch am Freitag nicht wiederzukommen. Das haben sie mir direkt gesagt. Ja, ich habe liebe Kollegen, ne? Falls ich das noch nicht erwähnt haben sollte an der Stelle. Und wie gesagt, dann habe ich dann gestern flach gelegen, also Donnerstag habe ich mich direkt hingelegt, als ich nach Hause gekommen bin. Und gestern auch noch, ich habe dann nur wirklich das Notdürftigste gemacht. Die Kids haben mich dann mit Tee versorgt, ganz lieb von denen. Und ja, haben dann auch so eine Kleinigkeit gekocht für sich selbst, weil ich halt echt nicht hochkam. Und ich bin halt so ein Mensch, ich schlafe viel, wenn ich krank bin. Also ich brauche kaum Medikamente, ich brauche halt einfach wirklich nur Schlaf. Ich weiß nicht, ihr könnt mir unten in die Kommentare schreiben, wenn der Blog jetzt schon wieder mega lang wird. Wie es euch geht, ob ihr auch so Menschen seid, die sich dann ins Bett legen und die man nicht hört und nicht sieht. Das habe ich immer schon gehabt, schon als Kind früher, ja, dass meine Eltern mal gucken mussten, lebt die überhaupt noch? Weil ich halt mich wirklich nicht gerührt habe. Aber gut, jetzt bin ich fast wieder fit. Ich werde versuchen, morgen meine Schminkbox abzudrehen, auf jeden Fall, weil ich habe Urlaub und da gibt es wieder ein bisschen was Besonderes. Ich möchte auch hier diese Foundation hier loswerden. Ich habe die jetzt schon mega gut aufgebraucht und ja, falls ihr das sehen könnt. Also ich war schon echt fleißig damit, aber jetzt kann ich sie echt nicht mehr sehen. Ich will nicht mehr, ganz im Ernst. Sie geht mir nur noch auf den Keks und ich kann sie nicht mehr verblenden. Heute habe ich gar keine Foundation drauf, wie gesagt. Aber ja, es geht überhaupt nicht mehr mit ihr und ich muss jetzt einfach mal Pause und Abstand von ihr haben und muss mir da mal was anderes raussuchen, was ich gerne mag. Aber gut. Wir beenden das und ja, ich sag mal, bis morgen. Tschüss! Ja, hallöchen Mädels! Willkommen zum letzten Vlogbeitrag für diese Woche. Ich sitze heute mal nicht auf meiner Couch, wie ihr seht, in der gewohnten Umgebung, sondern an meinem Esszimmertisch, weil ja, ich habe gerade ein Get Ready With Me für euch gedreht.
diesen Look hier, habe ich euch auch bei Instagram mitgeteilt. Und ja, deswegen sitze ich hier, weil ich hatte einmal hier alles aufgebaut, ne? Und da wäre es schwachsinnig gewesen, alles wieder darüber zu tragen. Aber gut, wir fangen mal an mit der Schminkbox. Da habe ich mir diese Woche mal einiges reingepackt. Wir fangen mal an mit dem Zeug, was bleiben wird. Und zwar hier dieses Fixing Spray von Trend It Up. Da hatte ich euch letzte Woche gesagt, dass das so ein sehr, ja, wie soll ich sagen, so einen sehr intensiven Sprühstoß hat. Ich muss aber sagen, dass mich das positiv überrascht hat diese Woche, weil der Sprühnebel ist zwar kräftig, aber sehr, sehr fein. Und das mag ich sehr gerne. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass das Zeug schnell auf eurem Gesicht trocknet. Ich dachte erst wirklich, ihr seid nass, wenn ihr das aufgesprüht habt, aber dem ist ganz und gar nicht so. Ja, so kann man sich täuschen. Das bleibt und des Weiteren bleibt dieses Essenspuder. Ihr seht, ja, ich habe ein Hitzepan. Jojojo. Schubidu. Genau. Und ich bin mega froh darüber, weil ich möchte das einfach aufbrauchen. Es nervt mich. Aber gut, das habe ich euch ja schon mehrmals gesagt. Ebenfalls bleibt dieser Strobing Stick von Maybelline. Ja, ihr hört das, ne? Ich bin immer noch so ein bisschen krank von der Nase her. Deswegen verzeiht mir bitte, wenn ich ein bisschen nasal spreche. Dann bleibt dieser Blush von Essence. Ja, der bleibt nochmal eine Runde drin. Ich dachte mir, komm, lässt ihn nochmal drin. Genauso wie dieses Contouring Kit von Catrice. Und dieser Primer von Misha. Ihr seht, der ist ungefähr so, ja, zur Hälfte ungefähr jetzt aufgebraucht, fast. Und ich bin auch froh, wenn ich ihn weg habe, weil er ist nicht schlecht, aber er stinkt. Dann hier Color Correcting von Essence bleibt auch. Genauso wie die Mascara, obwohl die bald leer ist. Also ich denke mal noch so Montag, also morgen und Dienstag vielleicht noch. Und dann ist sie alle. Und dann kann ich sie in mein aufgebrauchtes Tütchen packen. Für die Lippen bleiben diese Produkte. Da kommt aber noch eins dazu. Das zeige ich euch gleich. Aber die bleiben auf jeden Fall. Genauso wie dieser Stift hier von P2. Ich habe mittlerweile, das werde ich euch in meinem Get Ready With Me sagen, den benutze ich nicht mehr für die Lidfalte, weil da komme ich absolut nicht mit klar. Ich habe es versucht. Ich habe den fürs Tightline verwendet, dann geht das. Ist zwar nicht so die beste Lösung, aber es funktioniert. Weshalb dieser dann jetzt rausfliegen wird, das ist mein Augenbrauenstift eigentlich, aber den ich zum Tightline verwende. Aber ja, dadurch, dass ich jetzt den von P2 habe, Entschuldigung, geht der kommende Woche. Und der bleibt hier, das ist von Alverde. Er wird immer kleiner, ihr seht es, ne? Ich will den aufbrauchen, unbedingt. Ja, weil er nervt mich mittlerweile nur noch. Und ich habe ihn nur noch drin, weil damit ich ihn endlich aufbrauchen kann. Mein Augenbrauenstift von Essence ist der, ja, habe ich auch heute benutzt und ich finde den in Ordnung. Man kann damit arbeiten, wenn man ein bisschen aufpasst. Und meine Eyeshadow Base, ja, die neigt sich auch dem Ende zu langsam und da bin ich froh. Genauso wie bei dem Produkt, das neigt sich auch dem Ende zu, das ist mein Camouflage-Concealer von Essence. Ich habe ja den Stöpsel hier rausgemacht, ne, diesen Stopper. Und ja, mittlerweile kommt da nicht mehr so viel Produkt raus und da bin ich auch froh drum. Ich werde mir den auch nicht mehr kaufen. Ich mag die Konsistenz von dem nicht. Ich mag das nicht, dass man ihn nicht gut verblenden kann. Und ich mag auch diese leicht rosige Farbe nicht, muss ich sagen. Ich stehe also auf die gelberen Concealer. Und von daher, ja, wird er nicht mehr nachkommen. Aber ich werde ihn aufbrauchen. So, jetzt kommen wir zu den Produkten, die ich aussortieren werde. Und zwar dieses Make-up. Ja, ich hatte euch das gestern schon gesagt, glaube ich, ne, in meinem Vlogbeitrag, dass es mich unendlich nervt. Ich zeige euch das mal. Ich habe da schon gut was von aufgebraucht. Ihr seht das, ne, Verhältnis zu letzter Woche. Da hatte ich euch das, glaube ich, auch schon gezeigt. Und ja, von daher dachte ich mir, gut, du hast so viel davon jetzt aufgebraucht. Dann belohnst du dich mal in irgendeiner Art und Weise und packst mal ein anderes rein, was du wirklich gerne magst. Und da habe ich mich hier für die entschieden. Die habe ich auch in meinem Get Ready With Me verwendet, also ergo habe ich die jetzt auch gerade drauf. Und ich liebe dieses Make-up einfach. Es ist mein absolutes Drogerie-Alltags-Lieblings-Make-up. Und ja, tolle Farbe, tolle Textur von dem Make-up. Und es lässt sich super einfach auftragen mit einem Buffing-Brush und ohne nochmal mit dem Beauty-Blender hinterherzugehen. Und bei dem muss ich echt, ja, immer kämpfen und verblenden, verblenden, verblenden. Und mittlerweile funktioniert es auch nicht mehr so gut. Ich habe das jetzt mit Öl gemischt, mit dem Alverde Gesichtsöl. Das geht ein bisschen besser, aber ja, meine Haut ist ja nicht so trocken, ne? Und dementsprechend muss ich da halt auch immer ein bisschen aufpassen. Aber wie gesagt, das kommt raus. Kann es nicht mehr sehen. Ich habe es jetzt, glaube ich, 3 Wochen hier drin gehabt und jetzt reicht es auch. Genau. So, den Lippenstift hier von Alverde, das ist ja den ich in meinem 5 Produkte in einem Monat gezogen habe. Den packe ich noch mit dazu. Ich habe ja den, ne? Den ist mittlerweile, ja, ist wieder ein bisschen was weggegangen von. Wie ihr seht, vielleicht.
möchte ich dementsprechend weiter benutzen. Aber wenn es ein bisschen was Dunkleres sein darf, so wie jetzt, ne, zu diesem Look, dann möchte ich halt auch ein bisschen Auswahl haben und möchte dann den benutzen. Der ist auch von Alverde, habe ich auch, glaube ich, schon gesagt. Ne? So, die Lidschattenpalette fliegt raus. Ich muss sagen, vom Swatchen her hat mir die so ein bisschen besser gefallen. Auf den Augen, keine Ahnung, ich weiß nicht. Vielleicht gebe ich die auch weg. Ich habe sie zwar jetzt ein bisschen benutzt, ne? Sie ist nicht mehr neu, die Prägung ist fast weg, wie ihr seht, aber ja, vielleicht verschenken oder verlosen oder so. Mal schauen oder ja, ich habe ja auch in meiner Familie, Verwandten, Bekanntenkreis, habe ich ja auch Mädels, die sich schminken und vielleicht möchten die erben. Mal schauen. Dafür rein kommt diese Palette. Ja, das ist die Zoeva Rose Golden Palette. Und Leute, ich sag euch, ich habe die schon so lange und genau so lange habe ich sie auch noch nicht benutzt. Ihr seht das, ne? Die Farben sind auch fast alle unangetastet. Der hier, da war ich, glaube ich, noch niemals drin. Ist halt auch nicht so meine Farbe. Aber ansonsten mag ich die Farben hiervon echt gerne. Und vor allen Dingen hier dieses Grau. Harmony ist das. Ja, das mag ich unheimlich gerne. Ich zeige euch das mal. Und diesen Ton hier, Just a Rose, das ist auch wieder so ein changierendes Ding. Das mag ich unheimlich gerne und Copper is King ist so ein Copperton. Ja, das sind so die Farben und ihr seht das, ne, die sind Bombe pigmentiert natürlich und ja, die möchte ich nochmal benutzen. Die hat es nochmal verdient, von mir angefasst zu werden sozusagen und ja, deswegen kommt die diese Woche hier in mein Schminkkörbchen. Ihr wisst, ich habe Urlaub und habe ich Zeit, um da so ein bisschen mit rumzuspielen. Ich muss noch mal einen Schluck trinken, bevor wir zu meinem Minimalisten-Game kommen, weil mein Hals ist ein bisschen trocken. Das erste Teil, was ich aussortiert habe, ist hier eine Bürste von meiner Olas Regenerist Gesichtsreinigungsbürste. Wie gesagt, noch eine. Ich hatte mir damals zwei geholt. Also die sind ja im Zweierpack. Da ist irgendwas gefallen. Und ich habe hier noch eine, die ist noch neu und die möchte ich aussortieren, weil die Bürste habe ich nicht mehr. Ich habe mittlerweile eine andere. Der Aldi hatte da mal sowas und na, geh da rein. Und deswegen brauche ich die nicht mehr. Dann habe ich hier was, das brauche ich auch nicht mehr. Das sind von Ebelin so kleine Mini-Eier. Wer kennt die noch? Die waren mal in der LE, glaube ich. Und ich weiß nicht, wie man damit Concealer auftragen soll, auch wenn die ein bisschen größer werden, aber sie sind mir einfach zu klein. Ich kann das mit dem großen Schwamm einfach besser. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Könnt ihr mir ja unten reinschreiben. Aber die Dinger sind mir zu fimschig. Damit kann ich nicht arbeiten. Sorry. Und deswegen ja, kommen die jetzt weg. Genauso wie mit solchen Pinseln, da kann ich auch nicht arbeiten. Ihr seht, der ist noch neu und eingepackt. Ich glaube, der war mal in der Blue Box. Ist so ein Eyeliner-Pinsel von Da Vinci. Die Marke sagt mir jetzt auch nichts. Aber ja, das ist nicht der Grund, warum ich ihn aussortiere, weil ich komme mit diesem Eyeliner-Pinsel, mit diesen kleinen, nicht klar. Und ihr wisst es, ne? Ich benutze keinen Eyeliner. Ich tightline nur und von daher, ja, soll ich damit. Kommt weg. Dann habe ich hier was Wachsklebeplättchen. Ich weiß nicht, welcher Teufel mich da geritten hat, die zu kaufen. Irgendwann mal. Es wird wohl irgendwas gewesen sein, was ich mir dabei gedacht habe, aber jetzt zu diesem Zeitpunkt kann ich es nicht mehr eruieren. Es tut mir leid. Auf jeden Fall brauche ich die nicht. Die sind halt zum Befestigen von Kerzen und sowas. Ich habe nur Kerzenständer mit so Pinökeln drin, ne, wo ihr das reinklemmen könnt. Und von daher, ja, brauche ich diese Dinger nicht und von daher kommen die weg. Dann habe ich hier noch so eine kleine Kosmetiktasche. Die funktioniert auch noch, also vom Reißverschluss her. Sieht zwar jetzt nicht mehr so schick aus, ne? Ich hatte da Spangen und sowas drin. Habe ich in meinem Schrank noch gefunden und ja. Kommt auch weg. Ich brauche die nicht. Die ist mir zu klein. Ich habe lieber sowas Größeres in der Handtasche. Und von daher kommt die weg. Dann habe ich hier nochmal so eine Spielerei von Essence. Kennt ihr die noch? Die Girls United Wide Angle Smartphone Lens. Das war so eine Linse, die konntet ihr vor das Smartphone klemmen. Und dann habt ihr da Makrofotos mitmachen können. Oder halt so weit weg Fotos. Ne? Gab es mal als Zugabe zu so Essence-Produkten. Ja. Ist eine Spielerei mittlerweile. Ich bin aus dem Spielalter raus, bin ich ehrlich. Und von daher kommt die weg, weil ich habe die seitdem nie wieder benutzt. Und ich habe es eben angesprochen, ne? Ich mache keine Instagram-Fotos so großartig. Und von daher brauche ich die auch nicht. Nimm mir nur Platz weg. Genauso wie die Teile, ja, Kalzwachsstreifen. Wer die haben möchte, bitte meldet euch. Könnt ihr gerne haben. Ich schenke euch die sozusagen. Das sind von Balea die Kaltwachsstreifen. Sind 20 Stück drin. Ich glaube, da sind auch noch fast 20 Stück drin. Also, ja, hier sind auch so Pflegetücher und hier sind die Streifen. Also, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, ist da noch über die Hälfte drin oder so. Ich habe die auf jeden Fall nicht oft benutzt, weil das ist einfach nicht mein Ding.
ich gebe zu, ich epiliere nicht, ich wachse nicht, ich rasiere lieber, auch wenn es dann öfters ist. Aber ja, das ist mir lieber als das hier, das klebt mir zu viel, das tut mir weh und so weiter und so fort. Ihr kennt die Geschichte und von daher werde ich die auch aussortieren. Genauso wie die Teile, die habe ich mir irgendwann mal gekauft. Das sind diese Whitening Strips, die nicht auflösen sollen. Ich sag euch Leute, das ist der größte Scheiß aller Zeiten, sage ich ganz ehrlich. Weil, ja, ihr produziert ja Spucke, ne? Das ist ein bisschen ekelig, aber ist halt so. Und diese Dinger lösen sich auf und ihr esst die mit. Und ja, mir ist davon erstens schlecht geworden, weil ihr das automatisch runterschluckt. Und zweitens das Gefühl im Mund einfach nichts. Und die Wirkung ist jetzt auch nicht so wow geil, dass ich sagen müsste, ich müsste das in Kauf nehmen. Und von daher, ja, kommen die weg. Hier sind noch nicht mehr so viele drin, glaube ich. Sind auch nicht ganz so günstig. Sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Doch, sind noch gut welche drin. Ja, wer die haben möchte und wer findet die total geil, bitte meldet euch auch bei mir. Ich schenke sie euch. Ja, ansonsten wandern die in die Mülltonne. Genauso wie das Teil wandert auch in die Mülltonne. Teil Nummer 10 ist das hier. Das sind Gymnastikbänder. Und ich sehe gerade, da ist ein Haar dran. Drin. So. Von Shibo. Ich glaube, die sind noch vollständig. Meine ich zumindest. Hier habe ich das, dann das. Ja, da sind noch alle vier drin. Und auch noch die Anleitung, sehe ich gerade, dieses inklusive Übungsposter. Ich habe mir die damals mal gekauft, weil ich Rückenprobleme hatte, habe immer noch. Also, ne? Und mein Arzt mir empfohlen hat, ja, kaufen Sie sich mal diese Bänder. Ich glaube, die heißen irgendwie anders. Hier steht Fitnessbänder drauf, aber die heißen, glaube ich, irgendwie, die haben einen speziellen Namen. Ich weiß aber gerade nicht. Aber ich muss sagen, die bringen mir gar nichts. Es macht mir auch keinen Spaß, damit zu trainieren. Ich habe das in meinem Abnehmvideo gesagt, ne? Ihr müsst euch da was suchen, was Spaß macht, sportmäßig. Und das macht mir absolut keinen Spaß. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Und das bringt mir auch nichts langfristig gesehen, weil ich es halt dann nicht mache. Einfach, ne? Ich bin halt so ein Mensch. Und von daher, ja, kommen die weg. Ich werde mal schauen, was ich damit mache. Wer da auch Interesse dran hat, ja, könnt ihr auch melden. Genauso wie bei allen anderen Artikeln, die ich hier zeige auch, ne? Gut, und das letzte ist hier so ein kleines Wowie. Ja, den habe ich mal geschenkt bekommen. Und der kommt auch weg, weil, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist so ein Mumpitz einfach und ich brauche sowas nicht. Ich möchte sowas einfach aus meinem Leben, ja, so ein bisschen eliminieren. Ne? Ein bisschen verspielt und Deko und so darf es sein. Aber ja, sowas, keine Ahnung, brauche ich einfach nicht. Genau, das war's von meinem Minimalisten-Game mit der lieben Minoflori. Und da der Vlog jetzt sowieso schon viel zu lang ist, erzähle ich euch jetzt nicht mehr so viel. Nur eins noch, ich war gestern live zum ersten Mal. Ja, nicht bei YouTube, das weiß ich nur noch nicht, wie das geht. Oder ich traue es mich nicht oder wie auch immer, ich habe es noch nicht probiert. Wenn ihr da mal Bock drauf habt, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. So ein Livestream hier bei YouTube. Aber ja, ich habe das gestern zum ersten Mal bei Instagram probiert. Ich habe das jetzt schon bei mehreren von euch gesehen. Unter anderem bei der lieben Mrs. Pink Flower und bei Sarah Sensitive, die hat das gemacht. Und mittlerweile gibt es ja auch die Möglichkeit, mit mehreren zusammen, also mit einem zusammen zumindest, zu telefonieren quasi, wie beim Skypen oder FaceTime. Und das finde ich irgendwie cool. Und gestern Abend dachte ich mir so ganz spontan, komm, versuchst du das auch mal. Ich war nicht sonderlich gut geschminkt, ich war noch ein bisschen kränklich. Meine Haare lagen auch nicht so 1A, ne, wie sie heute. Ich meine, ich habe es heute frisch gemacht. Aber es war mir egal und es hat mir echt Spaß gemacht. Ich wollte eigentlich nur eine halbe Stunde, weil ich dachte, die Kinder sind gerade beschäftigt mit DSDS gucken. Aber ja, letztendlich wurden es dann doch irgendwie fast 2 Stunden, die ich da live gestreamt habe oder über 1 Stunde zumindest. Und es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, mich mit euch zu unterhalten. Auch wenn ich die Einzige war, die gequatscht hat, ne, und ihr nur schreiben konntet. Aber ja, hat mir super viel Spaß gemacht und könnte ich mir vorstellen, das auf jeden Fall öfters mal zu machen. Und ja, was gibt es sonst noch? Meine Haare, ich habe meine Haare geschnitten. Das ist übrigens die Farbe. Ja, ich finde die richtig, richtig gut. Nachdem ich jetzt wirklich den Blaustich daraus gekriegt habe. Ne? Ihr seht das, also hier, das sind halt noch so Strähnen. Ich weiß, das sieht ein bisschen komisch aus von der Farbe her. Aber ich kriege das halt so nicht raus. Es muss halt einfach rauswachsen. Ist halt einfach so. Aber diese Farbe, die ich mir gekauft habe, finde ich super schön. Ich mag die sehr, sehr gerne und ja, könnte mir vorstellen, die auf jeden Fall öfters zu kaufen. Und heute habe ich mir dann meine Haare geschnitten, beziehungsweise mein Pony, weil der ging mir dann gestern beim Livestream doch ziemlich auf den Sack, muss ich sagen. Der war ungefähr bis hier und das sah irgendwie nicht mehr so schön aus. Ihr wisst, ich habe das immer so ein bisschen den Pony abgegrenzt von meiner eigentlichen Frisur. Und ja, das ist der Look, den ich am liebsten mag irgendwie und dann wirken meine Haare auch
so ein bisschen länger, habe ich das Gefühl, ne, weil das so ein Stufenschnitt ist. Und ja, das ist halt der Schnitt, den ich am liebsten mag. Genau, lange Rede, kurzer Sinn. Und von daher habe ich das heute mal gemacht, zwischendurch. Ja, was gibt's sonst noch? Ich werde gleich noch Kuchen backen. Fanta-Kuchen haben sich die Kids gewünscht. Und heute gibt es Lasagne. Die werde ich gleich auch noch machen und den Vlog natürlich voll schneiden. Und wenn ich es dann noch schaffe im Laufe des Nachmittags, je nachdem wie die Lichtverhältnisse dann auch sind, werde ich noch ein Video drehen. Ich müsste mal wieder mal meiner Comeback-oder-Weg-Reihe so weitermachen. Und da sind noch Concealer dran. Ich habe noch Puder und Primer und Corrector. Und dann habe ich noch meine Lidschattenpaletten, meine großen, die kommen auch noch dran. Und von daher, ja, muss ich da auch mal wieder weiterdrehen, damit ich diese Reihe dann auch irgendwann beenden kann, weil ich ja halt auch schon so viele andere Projekte habe. Gut, das war's eigentlich. Aber bevor ich es wieder vergesse, so wie letzte Woche, habe ich natürlich heute noch meinen Friendly February für euch, ne, so wie ich das genannt habe. Ich fand den Namen eigentlich ganz passend. Und zwar geht es darum, dass ich euch jede Woche Sonntag hier einen Kanal vorstelle. Und auch heute gibt es wieder einen. Und ich habe im Vorfeld auch hier wieder lange geguckt und es gibt so viele nette Mädels. Es tut mir leid, wenn ihr jetzt nicht dabei seid. Sag ich ganz ehrlich. Ich gucke euch alle super gerne, aber ich muss mir halt einen aussuchen, weil ich mich von vornherein dafür entschieden habe, einen zu nehmen. Und ja, da habe ich mich diese Woche, Trommelwirbel, für die liebe Family for Life entschieden. Das ist die liebe Alida, so heißt sie mit richtigem Namen. Und so heißt sie, glaube ich, auch bei Instagram. Alida89, glaube ich. _89, wenn mich nicht alles täuscht. Guckt das nochmal nach. Auf jeden Fall heißt der Kanal hier Family for Life. Ich blende ihn euch ein oder ich verlinke ihn euch da oben, genau. Und sie macht hauptsächlich Vlogs, aufgebraucht. Halt einfach so ein Beauty-Kram. Sie macht jetzt meiner Meinung nach keine Vlogs. Nein, ich hatte bis jetzt noch keinen gesehen. Was ich aber auch nicht schlimm finde, weil ich habe verschiedene Kanäle, denen ich einfach folge. Ich habe Vlog-Kanäle, denen ich gerne folge wegen den Vlogs. Und ich habe auch Beauty-Kanäle, denen ich gerne folge wegen dem Beauty-Zeug, ne? Logischerweise. Und ja, ich mag sie sehr gerne von ihrer Art her auch wieder. Genauso wie letzte Woche die liebe Jasmin. Sonst würde ich die Leute nicht gucken, ganz einfach. Hier mag ich vor allen Dingen die Hauls, die sie dreht. Ich weiß, das ist gerade bei meinem, ja, ich will nicht sagen Kaufverbot, aber bei meinem Low-Buy-Projekt, was ich da habe, sage ich jetzt mal so ganz vorsichtig, sehr gefährlich, weil sie zeigt halt öfters Dinge, wo ich denke, das ist aber schön. Aber ich gucke das immer wieder gern. Sie präsentiert die Produkte mit so viel Liebe und ja, Hingabe und dass man halt einfach Lust darauf bekommt. Es ist einfach so und tatsächlich schaue ich sie wegen ihrer Art. Die ist so, ja, sie ist mehr ruhig, muss ich sagen. Also ich bin ja jetzt auch nicht so der Hamster auf Speed, ne? Aber ja, ich habe auch einige in meiner Abo-Liste, die sind so wuselig und die gucke ich auch gerne. Aber sie ist halt eher so der ruhigere Typ, aber auch das mag ich manchmal. Also gerade so abends, wenn ich mir dann so im Bett liege und ich denke, jetzt könntest du noch ein Video gucken, dann schaue ich mir ihre Videos gerne an. Die sind auch immer, ja, was heißt ziemlich lang? Also an meine kommen sie nicht ran von der Länge, ne? Wäre ein Kunststück. Aber ja, sie sind schon, bewegen sich so im 20er, 30er Minutenraum ungefähr. Und das gucke ich halt immer super gerne abends im Bett, wenn ich dann gemütlich da liege mit meinem Laptop. Und ja, da kann ich schön abschalten. Und einfach runterkommen von diesem stressigen Tag und so ein bisschen, ja, abschalten. Genau. Und genauso wie letzte Woche sage ich auch hier wieder, wenn ihr irgendwelche Kanäle habt, die ihr mir empfehlen könnt, dann immer her damit, ne? Immer reinschmeißen unten in die Kommentare. Ihr habt mir ja letzte Woche schon welche empfohlen und ich habe teilweise bei allen vorbeigeschaut zumindest und teilweise waren auch welche dabei, wo ich gesagt habe, ja, die kanntest du noch nicht und die könntest du mal verfolgen. Ja, hört sich immer so ein bisschen stalkingmäßig an, aber ist ja nun mal so, ne? Wenn ihr auf dem Kanal der lieben Alida mal vorbeigucken wollt, dann freut mich das natürlich. Ist kein Muss, aber ja, es ist eine Empfehlung von mir, so wie letzte Woche auch. Und ja, wenn ihr das tut, dann hinterlasst doch mal schöne Grüße von mir. Das ist so viel noch dazu. Ich hoffe, ich habe jetzt alles und habe nicht wieder irgendwas vergessen. Ansonsten schlagt mich, steinigt mich, wie auch immer. Der Vlog ist schon ziemlich lang. Ich weiß, das sind schon wieder jetzt 30 Minuten. Ich muss das echt schneiden, aber gut. Ich verabschiede mich jetzt schnell, wünsche euch noch einen schönen Sonntag und kommt gut in die neue Woche. Und ja, wir sehen uns dann nächste Woche. Tschüss!